Die Einheimischen würden sagen, das ist brutal. Also Alpextrem wird seinem Namen gerecht. Boah, ist das kalt. Moin. Hier stehen wir am Start vom Alpextrem. Guten Morgen alle zusammen. Ja, geht los. 260 Kilometer heute. Tagsüber soll es bis auf 36 Grad hochgehen. Ich bin echt mal gespannt, auf was wir uns hier eingelassen haben. Geplant sind 265 Kilometer mit 5200 Höhenmeter. Aber kein Stress, wenn das zu heiß wird oder so, biegen wir vielleicht auch vorher ab. Aber wir gucken mal, ob wir das durchhalten. Und Olaf fotografiert die Esel. Für meine Frau. Das sind aber drahtige Esel. Der frühe Vogel fängt den. Der frühe Vogel. Der frühe Vogel, wie heißt denn das? Fängt den Wurm? Fängt den Wurm. So heißt das. Der frühe Wurm halt, ne? Der frühe Wurm. Wir stehen hier als Erster am Start. Unser einheimischer Kollege hat nämlich hier schon erzählt, dass wir früh da sein müssen, damit wir nicht irgendwo da ganz hinten in der Schlange stehen und eine halbe Stunde später starten müssen. Und bei den 35, 36 Grad ist es wahrscheinlich auch ganz schlau, möglichst schnell oder möglichst viele Kilometer noch im kühlen Wetter zu fahren. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot, and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. So, 2,5 Stunden sind rum, knapp 70 Kilometer, 1200 Höhenmeter, viel zu schnell gefahren jetzt hier am Anfang, das wird sich am Ende bestimmt rächen, aber geile Strecken, geile Landschaft hier, kaum Autos und immer berghoch, bergunter. Everybody watch out. Last call for some alcohol. And don't forget the tip. The sun went down, but we still roll it. The band's still going, playing all the hits. I guess I'm now too legit to quit. So, nach 3 Stunden bin ich hier im Ziel angekommen. Was etwas unglücklich ist. Nach 3 Stunden hatte ich halt noch keine 260 Kilometer. Bedeutet, ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Eben schon mit Ole telefoniert, der war ein bisschen hinter mir. Irgendwo muss ich an so einer Ampel falsch abgebogen sein. Hier sind natürlich auch rote Pfeile und alles. Aber natürlich sind die dafür gedacht, nachher ins Ziel zu fahren. Und nicht jetzt ins Ziel zu fahren. Bedeutet, ich muss jetzt hier einen so einen Kackberg wieder zurück. Das kostet mich 20 Kilometer, bestimmt 300-400 Höhenmeter. Und irgendwie versuchen, wieder auf die Strecke zurückzukommen, weil jetzt nach Hause fahren ist natürlich auch keine Option. Also, weiter geht's. Mühsam. Ich bin nicht der Einzige, der sich verfahren hat. Zum Glück, so habe ich jetzt wenigstens einen Mitstreiter.
Jo. Schön hier nochmal den Berg hochzufahren. Ne? Macht Spaß, dass man gerade runtergefahren ist. Ja. So, Strecke wieder gefunden. 15 Kilometer Umweg gefahren. Und jetzt bin ich hier im Pulk von den Leuten, was ich eigentlich vermeiden wollte und extra früh gestartet bin. Erste Reihe. Naja, so ist das eben. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja jetzt noch ungefähr 200 Kilometer Zeit, Ole und so wieder einzuholen. Wenn die jetzt versucht, einfach weiter locker, halbwegs locker zu fahren, aber dafür keine Pausen zu machen, keine längeren, vielleicht habe ich dann noch eine Chance, dass wir uns nochmal wieder treffen. Wir können uns ja auch zusammen telefonieren. Mal gucken. Weiter geht's. Aber natürlich eine sehr schöne Strecke hier mit 15% Rampen. So, Kamera aus der Hand und weitertreten. So, mit 20 Kilometer Verspätung an der Verpflegungsstelle. Viel Flüssigkeit auftanken. Und dann geht schnell weiter, ein bisschen was essen. Und ja, ganz schön voll jetzt. Zweite Pause, ungefähr 135 Kilometer habe ich jetzt, 2500 Höhenmeter. Ziel mit dem Umweg wären 285, glaube ich, also fast die Hälfte jetzt. Über 5,5 Stunden gefahren. Langsam gehen die Beine zu, mal gucken. Wird schon noch ein hartes Ding, glaube ich. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer machen. Die Verpflegung ist schon ganz cool gemacht hier. ISO, dann Brause. Brötchen, belegte Brötchen, Brezeln, alles da, Toiletten. Und dafür, dass hier so viele Leute sind, funktioniert das alles echt super. Super Organisation. Und für die nötige Erfrischung bei 35 Grad ist auch gesorgt. Ich glaube, da stelle ich mich jetzt auch gleich mal runter. Jetzt habe ich ungefähr Halbzeit, 144 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Und guckt euch mal das untere Feld an. 39 Grad. Natürlich jetzt hier in der Sonne. Das ist schon echt krass. Ich habe jetzt in den knapp 6 Stunden Fahrt schon 6 Liter Flüssigkeit getrunken. Und so irgendwie auf Toilette muss man trotzdem nicht. Die verteilen hier dieses Aktiv 3 ISO, das trinke ich die ganze Zeit, damit ich Elektrolyte habe. Habe so ein bisschen Fleur de Sel hinten in der Trikottasche, wo ich vorhin so eine Fingerspitze dran gelutscht habe. Und ja, Salzbrezeln habe ich eben noch gegessen. Also ich hoffe, das ist jetzt alles so die richtige Strategie, um hier durchzukommen. Wir werden sehen. Ich bin jetzt bei Kilometer 170. Ich fahre nur die 200er Strecke und soeben bei Kilometer 150, 160 hat es mir auch so ein bisschen den Stecker gezogen. Ich hoffe, ich erhole mich gleich mal wieder ein bisschen, kämpfe mich jetzt bis zur Verpflegungsstation wieder vor, aber wenn ich das richtig sehe, müsste ich noch so 50 Kilometer bis ins Ziel haben. Bin ich bei 220. Dieses heiße Wetter ist schon echt krass. Die ganze Zeit 35, 37 Grad. Und selten Schatten. Hammerhart. 43 Grad. Berg hoch. Und überhaupt gar kein Wind, gar nichts. Beine sind leer.
Herr Bock! Ach, das ist ja ein ganz entspanntes Ding. Hättest du ja gleich sagen können, dass du 300 fahren willst, dann wärst du ohne uns gefahren. So, ein zweites Mal an dieser Verpflegungsstation, reden kann ich auch schon nicht mehr. Und die Hitze macht mich echt fertig hier heute. Echt die Beine kaputt gefahren. Wir haben heute Morgen wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Dafür habe ich Ole hier wieder getroffen. Wir füllen jetzt die Wasserflaschen auf und dann geht's weiter Richtung Ziel. Nur noch 45 Kilometer, 1000 Höhenmeter, 3200 haben wir schon. Ole hat auch abgekürzt zum Glück, so dass wir jetzt wieder zusammenfahren können. Und ich gehe hier gleich nochmal unter die Dusche. Hier ist so ein Regensprenger aufgestellt. Das hilft schon ganz gut, um sich mal ein bisschen abzukühlen. Organisation ist top, muss man schon sagen. Kannst du da auch auf die schnelle Motoren einbauen in die Räder? Sind ausverkauft. Sind ausverkauft? Ah. Auch zu wenig. Keine Motoren mehr da. Ah, das ist so ein Angebot, dann sind sie halt gleich weg. Gleich weg, ne? Ja. Und so ein Ventilator für den Lenker? Auch weg. So, wieder auf der Strecke. Wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde Pause gemacht. Uns gut abgekühlt, getrunken, gegessen. Ich hoffe, dass wir jetzt halbwegs erholt sind, damit die letzten 45 Kilometer nicht mehr so eine Quälerei werden. Eben bei Ankunft in der Verpflegungsstation war ich schon ganz schön am Ende, das muss ich sagen. Die Einheimischen würden sagen, das ist brutal. Also Alpextrem wird seinem Namen gerecht. Ich habe schon wieder 43 Grad hier auf meinem Tacho stehen. Nächste Verpflegungsstelle, 20 Kilometer vorm Ziel. Und das ist echt krass. Beine gehen wieder ein bisschen, ne? Aber das war eben nochmal so 400 Meter Anstieg. Der macht einen schon echt fertig. Kilometer vorm Ziel, eine sehr lange Pause gemacht. Und Ole war kurz davor zu sagen, ich soll ihn hier abholen. Jetzt probieren wir es aber nochmal, ne? Schaffen wir auch, jetzt oder? Jetzt geht's ab. Aber mit Volldampf. Jetzt geht's ab. Alles, was geht. Also, alles reinwerfen, was noch wir sehen uns dann hoffentlich heile im Ziel. Na Olaf, wie ist es? Geil. Kurze Walddusche. Genau. Nochmal reinigen, damit wir auch schön fürs Ziel sind. Also ich glaube, wir haben jetzt noch 2-3 Kilometer berghoch und dann nur noch bergunter. Ich brauche die Strecke ja nicht mehr zu fahren, ich kenne die ja schon. Ich nehme den jetzt hier. Ich nehme den mit 460 PS hier. Passt da dein Rad rein? Bestimmt. Definitiv kann ich schon mal sagen, das ist das härteste, was ich jemals gemacht habe. Ja, das denkt man nicht. Ist so. Also sowas, dass ich so an der Grenze war, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas, dass ich so an der Grenze war, das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Auch permanent. Also wegen der Hitze aber. Nicht nur einmal irgendwie zwischendrin so ein Ding, sondern wirklich
permanent seit 50 Kilometern am Limit. Geil. Also auch härter als letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Auf jeden Fall. Jedenfalls so hart, dass wir hier alle 10 Kilometer Pausen machen müssen. Vielleicht auch ein bisschen der Hitze geschuldet. Ist ja nun wirklich echt warm. Ja, ist echt arschheiß. Col de Birkhoff. Und täglich grüßt das Murmeltier eine mir bekannte Strecke. So, letzter Berg geschafft. Ich warte jetzt noch kurz auf Olaf, was total krass war. Der Asphalt hat total geklebt, geglüht. Der ist geschmolzen irgendwie, also total krass. Aber gleich nochmal die schöne Abfahrt. Die habe ich vorhin schon mal gefilmt. Filme ich jetzt ein zweites Mal und dann ab ins Ziel. Und was trinken und was essen. Sweet day, taking all my blues away, taking all my troubles, toss them out into the rain. Always working hard on my summer days, ready just to throw open all the windows and get away. I feel good today, yeah. A sunshine in my face, yeah. Glücklich und vor allem gesund, ohne Sturz, angekommen, hinter uns das Bierzelt. Mal gucken, ob wir was Alkoholfreies noch bekommen können. 9 Stunden 44 Fahrzeit, 224 Kilometer, wegen meinem blöden Umweg. 6100 Kilojoule, sind das Kalorien? Ich weiß es nicht. Jedenfalls viel, viel, viel verbraucht. Wattzahlen sind jetzt nicht so ultra interessant, aber auch nicht so ganz niedrig. 4126 Höhenmeter. Pulsmesser habe ich nicht dran gehabt. Der hat nur einmal kurz was Falsches gemessen. Und was krass ist, 2 Stunden 43 Minuten Pause. Schlauer. Da strahlt einer. Marion war eben ganz begeistert, als ich ihr gesagt habe, sie ist die Heldin unseres Tages heute. In dem Sinne, geiler Ritt. Danke dir. Also richtig eiskalt ist das auch nicht, ne? Ich glaube, das schaffen die da drin. Endlich wieder in der Sonne. Können auch im Freibad vorbeifahren. Schön 2000er schwimmen. Ja, wolltest du nicht laufen? Du. Danke. Tschüss. Ciao. Danke. Das glaube ich auch. Du, laufen würde ich sogar. Solange es kein Radfahren ist, ist alles gut. So, zurück im Hotel. Wir haben vorhin geduscht, jetzt Pizza essen gegangen und tolle Eindrücke natürlich mitgenommen, obwohl es uns zwischendurch sowohl Ole als auch mir wirklich ein bisschen dreckig ging. Also immer wieder so hochs und tiefs. Aber am Ende ging es dann noch, hatten wir noch ein bisschen Kraft auf der Pedale und sind gemeinsam ins Ziel gefahren und sind glücklich, dass wir das Ganze gemacht haben. Und kann ich nur empfehlen. Also Alp Extrem, toll organisiert, also wirklich liebevoll organisiert. Auch die Verpflegungszone und auch für mich, der nun kein Fleisch und Milch und Käse und solche Sachen isst, war immer irgendwie was dabei, was ich essen konnte, trinken. Wurde man gut mit ISO versorgt. Aktiv 3 ist der Sponsor, sodass man dann auch, ich glaube, das war auch eine große Hilfe, dass man nicht komplett dehydriert ist bei diesem Wetter. Ja, war natürlich ein ganz, ganz harter Wettkampf mit diesen 35 Grad und ja, in den Verpflegungszonen, die Leute sind unter diese Dusche gesprungen und teilweise haben die sich da erstmal hingelegt und ich auch nach jede Verpflegungszone wirklich 2 Liter Wasser aufgetankt, dort vor Ort noch was getrunken. Normalerweise, ja, trinkst du vielleicht von Verpflegungszone zu Verpflegungszone eine Flasche Wasser weg. Zumindest wenn man so groß war wie ich. Und das ging so durch, das Wasser. Also das ist echt, echt krass. Aber, wie gesagt, war schön. Vor allem die Eindrücke morgens, da mit dem Sonnenaufgang. 5.30 Uhr Start, das war echt toll. Also auch wenn es früh ist, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert.
Fahrt da mal hin nächstes Jahr, was wirklich faire Preise, 60 Euro Startgeld, dafür kriegt man noch ein Trikot. Die machen jedes Jahr irgendwie ein neu designtes Trikot, die sieht man da auch rumfahren, die alten Trikots, ganz viele. Echt gut gemacht, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen und ja, hinterlasst einen Daumen. Und ja, war ein hartes Ding, aber hat echt Bock gebracht. Bis bald. Sweet day, wave goodbye to those yesterdays. Say hello, I adore you in a thousand different ways. Oh, geil. Easy. Ja, da freust du dich. Ja, geil. Morgen. Verstehst du den Witz? Ja. So, er muss pinkeln gehen wahrscheinlich, ne? Das ist nicht das richtige Handtuch. Olaf, hast du eins? Warum hast du das nicht mitgebracht? Natürlich habe ich eins, aber ich habe es nicht dabei. Und das ist natürlich das richtige Handtuch, weil das hat eine Kapuze. Das ist dieses Orange Matt Transition Wrap. Und so können wir uns jetzt hier nackig... Wollen wir uns eigentlich ganz nackig ins Auto setzen? Nee, ne? Nein, das sollten wir nicht machen. Ich glaube, das könnte zu Problemen führen. Weil jedenfalls... Wenn du so wild wieder in den Blitzer reinfährst, das Foto möchte ich lieber nicht sehen. Jedenfalls können wir uns jetzt hier mit unseren vollgeschwitzten Klamotten reinsetzen.